Hallo, mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen Clicker Heroes 2. Hallo Leute, wir können völlig abgehen. Ich wollte eigentlich nicht das machen, sondern das hier. Und dann das hier. Ich werde mal wieder das hier entwerfen. Wir haben nämlich ein Problem, wir kommen nämlich nicht mehr vom Flag. Das ist ein Problem. Ja, die seht ihr die Stats von der aktuellen Welt. Ja, wir stecken so ein bisschen fest. Und müssen uns jetzt überlegen, was machen wir jetzt. Und da bleibt mir nur eine Sache. Wir haben 7 Level, müssen jetzt erstmal verteilen. Das bedeutet, wir müssen irgendwas... irgendwas machen, damit wir vorankommen. Die Frage ist jetzt nur... Was? Haben wir irgendwas zum Kaufen? Ne, haben wir nicht. Das wird jetzt interessant. Also, was haben wir denn hier Schönes? Synchronie. Nicht zwingend nötig. Auch nicht. Mana Crit Damage. Bigger Klicks. Das wollen wir auch nicht unbedingt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was können wir denn. Was gibt es noch für Wege, die wir gehen können? Also, wir könnten. Nee, nicht unbedingt. Wir haben genug Mana, wir brauchen irgendwas, was Schaden erhöht, auf jeden Fall. Schaden, ja, Crit. Das sind halt alles so Dinge, die man... Man macht noch einen Huge Click. Dann macht ja wieder ein bisschen mehr Schaden, dann könnte man uns hier Boots verbessern. Crit Schaden, hier hoch, ja, müssen wir... Wir müssen irgendwo den sauren Apfel beißen und uns diesen Mist holen. Hier, Multiklicks holen. Irgendwo müssen wir das machen. Immer noch kein Gold. Halleluja. Dann machen wir das mal so. Ich ahne jetzt schon, dass es lang dauern wird. Und zwar richtig lange. So, dann könnte man... wie gesagt, man könnte jetzt das hier holen alles. Dap, die hier. Dabei ist Power Surge bei. Das bringt natürlich gar nichts eigentlich. Aber wir könnten damit mal Mana verbrauchen. Das bringt natürlich nicht so viel, aber wir skillen ihn mal. Dann gehen wir mal über Boots zum Crit. Precision of Ball, Precision. Und wir nehmen Cool dann mit von mir aus. Dann haben wir auch nichts mehr erstmal. Dann können wir das hier gleich mal einwerfen. Das hält jetzt nicht so lange. Endlich mal ein paar Equips. Ja, komm, zieh durch, Mann. Also wir werden uns jetzt hier richtig lange mit aufhalten müssen. Das ist ja richtig eklig. Boah, ich hoffe keine 3 Stunden. Und dann ist das die richtige Möglichkeit. Dann wäre es nachher 11. Das muss ja echt nicht sein, wa? Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, wir haben dann irgendwie... Um die, was soll ich sagen? Wir machen einfach keinen Schaden, ganz einfach. Wir machen einfach 0 Damage, gefühlt. So, das Ding kostet 40 Mana, ne? 40 Mana, da könnte man rein theoretisch. Das Ding, wie lange lädt das? 40, das könnte man hier mit einbauen. Wir haben keinen Power Surge Scam, ne? Ha! Sonst hätte ich gesagt, alle 40 Sekunden was probieren. Natürlich geht's dann nicht. Wenn, wenn nichts da ist, kann man nichts benutzen. Das ist ja offensichtlich. Und unsere verdammte Energie-Rack ist im Augenblick zu hoch. Durch die ganzen Auto-Attacks, dadurch, dass wir hier nicht weit vorankommen, bin ich fast dazu gezwungen, das ein bisschen zu drücken. Dass wir zumindest unter einen gewissen Wert kommen. Aber 275? Kannst du richtig weit runter gehen noch. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Schaden. Perfekt, das Ding hier einzuwerfen. So, tap. Eigentlich will ich das alles nicht, das ist nicht so gut.
Oh, da ein bisschen aufpassen hier. Nehmen wir das mit. So. Wenigstens ein bisschen was passiert jetzt hier so langsam. Oh mein Gott. Versammel die ganze Zeit unsere Energie. Ich dämlicher Idiot. Aber zumindest kriegen wir jetzt ein bisschen Gold zusammen. Wenigstens ein bisschen. Gold received. Wir bleiben mal bei Schaden. Wir gehen mal lieber auf Schaden als auf Gold. Und auf Crit sowieso, weil wir ja versuchen jetzt Crit ein bisschen auszubilden. Müssen wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. Das einzige Gute ist hier die Haste, würde ich fast sagen. So, dann können wir das hier mal reinhauen. Das hier aber noch frischen und auf jeden Fall das hier immer oben halten. Bam, 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 bam. Dann wechseln wir mal. So, dann wollen wir mal, also wenn wir damit gleich durch sind. Beziehungsweise, ich mache hier schon Schnitt, weil wir werden ewig brauchen, bis wir beim Boss sind. Und, naja, dann hören wir, würde ich sagen, uns dort, ne? So, Leute, da wären wir wieder, so weitestgehend. Und ihr seht, wir sind schon neu, Ebene 24 endlich. Und ich sage endlich, weil es schon eine ganze Weile gedauert hat. Ja, das ist sehr, sehr anstrengend hier zum Teil. Kann man halt leider nicht ändern, es ist nun mal so. Wir sehen aber mittlerweile Level Up gehabt. Werde ich gleich verteilen, wenn wir beim Boss sind, weil da können wir eh nichts machen außer warten. Im Endeffekt. Hoffen, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Gold rausgequetscht kriegen aus den Mobs. So, dann machen wir den Activator an. Den Automator wollte ich eigentlich sagen. Wir werfen ihm den hier mit ein. Dann kriegen wir das schon hin. Und jetzt ist die Frage, also wir sind jetzt hier oben im Crit-Bereich. Könnte ich hier nochmal Multiple-Damage dazu holen? Ich könnte... Eigentlich wäre es gar nicht so blöd. Wir nehmen den hier mal mit. Dann kann ich hier hochgehen. Das ist halt blöd, ne? Könnte ich hier lang gehen. Hier gibt es nochmal Crit. Haste, okay, gut. Boots, naja. Es ist sowieso so low gespickt hier alles so. Ich weiß auch nicht, wa? Alles ein bisschen komisch. Energie geht zu hoch. Die Energie geht zu hoch. Ich hätte nicht mal Dings anwerfen müssen dafür. Weil durch die Auto-Attacks machen wir schon mehr als genug. Bam. Da haben wir ihn geschafft. Ich sag euch, das zieht sich jetzt hier, ne? Das wird noch ein sehr langwieriger Spaß. Wir schauen mal, wir haben 13% Crit. Der nächste Crit liegt hier schon. Den holen wir uns dann doch definitiv. Können wir gut gebrauchen dann. Ist natürlich noch ein Endchen hin, bis wir das holen können. Aber geht noch. Ich wünschte, wie gesagt, das würde ich, wie ich schon mal gesagt habe, es würde hier irgendwo stehen, wie lange wir schon in der Welt sind. Das hätte was. Ich überlege auch. Ah, nee, das geht so nicht. Nee. Ich überlege, ob ich dadurch die Global Cooldown komplett entferne. Die von Haste abhängig mache, aber. Nee. Dann sind wir nur noch am Spammen und irgendwie haben wir nie Energie. Andererseits würden wir dann nochmal unsere Mana verbrauchen, ja? Ha. Es wäre eine Möglichkeit. Wo ist es denn? Oh, da müssen wir noch so viel skillen. Nee. Immer diese blöden Multiklicks dazwischen. Das Problem ist, du hast immer irgendwas dazwischen, was du nicht haben willst. Wenn du nicht auf Haste gehen willst zum Beispiel, ist immer irgendwo Haste dazwischen, wenn du irgendwo lang willst. Das ist halt leider einfach der Fall. Was schön waren die Zeiten, dass als die automatischen Klicks nicht hochskaliert sind, ja. Sondern bloß eine Geschwindigkeit hatten, das dann abhängig war von Haste. War das so?
Oder nee, die sind erst hochgefahren so langsam, ne? Und dann. So war das. Und war nicht davon abhängig, wie schnell du bist. Es macht einiges schwerer auf jeden Fall. Gut, aber ich würde sagen, wir hören uns dann beim 50er-Boss, weil das dauert jetzt noch ewig. Yo, Leute, da sind wir auf Ebene 49 und wie ihr sehen könnt, gehen wir schon ein bisschen wieder ab. Es ging jetzt ein bisschen schneller als erwartet, aber es liegt halt auch daran, dass wir einen 100%-Bonus gekauft haben und für 20 Minuten extra Gold. Das extra Gold müsste jetzt eigentlich noch laufen, rein praktisch gesehen. Deswegen sind wir jetzt aktuell so am Reinsemmeln hier. Und daher macht uns das Ganze auch nichts aus. Das war doch mal eine gute Sache gerade. So. Hätte mal zwischendurch weiter den Links benutzen sollen, damit das alles billiger wird. Müsste bald mal gucken, was wir an Crit-Schaden haben. Wir wechseln mal um. So. Machen wir kurz Zeit. Crit-Damage. 2167% für jeden Crit. Das bedeutet, das Ding macht 11.000% Schaden. Ja? Irgendwie den 10-fachen Schaden, sagen wir den 11-fachen von dem, was er sonst macht. Dann haben wir nochmal die 2000% obendrauf, die danach noch draufgerechnet werden, gehe ich von aus. Ist nicht schlecht. Da kommt man schon ein bisschen mit voran. Hat keine genauen Zahlen im Kopf oder sowas, das ist nicht mein Ding. Aber, ja, es macht ja sein Ding, ne, wie man sieht. So, Lickschaden im Allgemeinen. Weil erst kommt ja der Klickschaden, dann kommt der Skill obendrauf, dann kommt der Bonus vom Crit obendrauf, glaube ich. Eigentlich müsste das so sein, ne? So, dann haben wir das erledigt. Dann können wir hier nicht mehr viel machen, außer diesen hier. So, dann wollen wir mal wieder ganz in Ruhe weitermachen. Übrigens ist mir eingefallen, ich habe gestern nochmal einen Enzian-Chart gekauft, irgendwann, während ich zufällig reingeschaut habe ins Spiel. Ja, das Spiel hat auch ein Problem, und zwar crasht es gerne mal, wenn du... Ich weiß nicht, ich habe gestern Dragon Ball Xenoverse gestartet, also Xenoverse 2. Und dann ist das Spiel gecrashed, weil irgendwie die Anwendung, dieses, die grafische Anwendung einfach... Das Spiel hat dem hier irgendwas weggenommen. OpenGL oder so, oder DirectX, keine Ahnung. Und dann wollte dort nicht mehr. Das passiert gerne mal zwischendurch. Es ist nicht das einzige Mal, wo es passiert ist. Ich habe schon mal irgendwas gehabt. Keine Ahnung, was ich da gestartet habe, aber ich weiß es nicht mehr. So, ne? Keine Ahnung. Ganz einfach. Kein Plan, ey. So, wir haben ja bald wieder Level Up. Ich denke mal, das kriegen wir noch hin hier, diese Runde. Also diese Welt. Dann schauen wir mal, was wir damit skillen, ne? Wo wir dann hingehen als nächstes. Ich werde es dann einfach skillen, sobald ich es hab. Ja, bedeutet, ich mache halt einfach weiter. Aber damit ihr jetzt einen Überblick bekommt, was ich machen werde, schaue ich mal hier rein und weiß selber gar nicht, was ich will. Den Effekt von Power Surge nochmal erhöhen. Ach komm, wir holen jetzt den Effekt von Power Surge. Gehen dann eventuell hier hoch. Ich weiß es noch nicht, aber den Effekt von Power Surge wird dann der nächste sein, den wir uns holen. Machen wir jetzt ein bisschen Haze, versauen wir Power Surge noch mehr. Noch mehr als er schon ist. Gib mir den Bonus. Dankeschön. Die 21% Itemkosten. Wir müssten nochmal ein, zweimal das andere mitskillen, dann werden die Dinger bald umsonst jetzt auch nicht, aber. Ja, wie soll man das nennen? Das wäre zumindest super billig. Was ich mal nachgucken kann, ist... Oh, er ist noch nicht raus. Oh, coming soon. Oh, wer hätte das gedacht? Aber gut, dann würde ich sagen, nächster Boss ist unser Ziel und bis dahin war es das erstmal. Hey, ja Leute, Ebene 74 und es
hat sich doch relativ gut gemacht bisher. Dann müssen wir bloß noch schauen, wie das jetzt mit dem ganzen anderen jetzt läuft. Da sind wir beim Boss. Schauen wir mal, wie sich das jetzt... Wie weit wir den jetzt schaffen. Und ich denke, also wenn wir schon damit so viel Schaden machen... Ja, easy. Dann ist das gar kein Problem. Überhaupt nicht. Dann stellt er sich als Lusche da, dieser kleine Boss. Da kann er gar nichts. Du kannst gar nichts, Boss. Ah, ja, ja, das war laut. Okay, die Männer sind tot. Mir war so. Mir war einfach so. Wir haben mittlerweile relativ hohen Crit. 33%. Das merkt man auch an den lustigen roten Zahlen. Würde ich mal so behaupten. Die sind aber lustig. Komm, Rems. Danke. So, ich muss jetzt immer ein bisschen drauf aufpassen auf den Reload. Ich habe jetzt vorhin einfach nur drauf losgeballert, wie bescheuert. Aber habe nicht darauf geachtet, dass ich theoretisch auch hätte, das sinnvoll einsetzen können mit dem Gold und so, wie wir es gestern gemacht haben. Dafür ist es teilweise mit den 4 Stack oder 5 Stack von diesen golden Klicks einfach zu hastig. Also die Energie ruckzuck alle, wenn man nicht aufpasst, ne? Und dementsprechend bin ich da so ein bisschen am Failen. Sagen wir, wie es ist, am Failen. Failen. Da bin ich so ein bisschen am Failen, ne? Stell dich mal vor, meine Stimme wäre nur so. Das wäre doch voll geil. Groovy, Baby. Hello, Mr. Fancy Pants. Ja, war grad so. Ich bin der Duke. Ist auf jeden Fall sehr anstrengend, so zu sprechen. Meine Halse. Zombifiziert. Ist alles nicht so schön hier. Ist alles überhaupt nicht schön. Das ist alles Kaka. Klick-Damage auf jeden Fall. Wie sieht's denn mit unserem Klickschaden eigentlich aus? Im Vergleich zum normalen. Es ist ein bisschen höher, ja. Ja, ein bisschen höher. Okay. Okay. Dann geht's wieder los, würde ich sagen. Wir machen das Ding mal aus. Machen das Ding mal an. Und das Ding. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Spaß. Rems, Rems. Rems, Rems. Ist natürlich jetzt genau der blöde Übergang, wo wir nichts auf die Reihe kriegen, eigentlich. Weil wir hier keinen Schaden machen. Weil das Ding hier wird nicht, geht nicht weiter, da kommen wir nicht weiter aktuell. Ich glaube auch, dass unser 20-Minuten-Bonus vorbei ist und das ist, dass es sich gerade bemerkbar macht. Heißt, es wird Zeit, dass wir mal wieder einen Shop treffen. Das wäre sehr gut. Na komm, du schaffst doch nochmal 20 Sekunden, wa? Jo, jetzt rattern wir los. Jetzt ratatatatatten wir los. Ah, wir haben nicht wirklich was gekriegt jetzt, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Jo, gekriegt. So, dementsprechend ist er nämlich resettet. Ne, das war nämlich mein einziges Ziel, den zu resetten. Den gleich nochmal mit benutzen kann, den Power Surge. Ja, Mana haben wir mir jetzt genug, da können wir verschwenden ohne Ende. Ja, schau mal, schau mal, schau mal. Mit ein bisschen Glück kommen wir noch in die 90er Ebene. Wir machen das mal ein bisschen ungeschehen hier. Haste. Weiß, Haste ist jetzt nicht das, was wir uns unbedingt wünschen, dass wir skillen. Aber es geht. Pam 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 pam. Nein, das wollte ich nicht skillen. Nein! Kann man das eigentlich billiger machen? Nee, ne? So, jetzt sind wir unter dem Bereich. Dann gehen wir also damit.
Toll, Treasure Chest Chance oder Treasure Chest Chance oder Treasure Chest Chance. Treasure Chest Chance. Treasure Chest Chance. Kannst du dir aussuchen, mein Freund? Was wäre dir lieber? Mehr Treasure Chests oder mehr Treasure Chests auf die letzten 5 Meter hier? Gold received, Total Energy, keine Ahnung, alles eigentlich sinnfrei aktuell, weil so viel bringt es nicht mehr. Gold hätte mir vielleicht mehr gebracht, aber so ist das 40% Limit höher. Bleiben wir also länger an unserem Schaden. Aber gut, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Boss. Es sind ja noch knapp 10 Ebenen bis dahin. Hey, ja, Leute, da sind wir in der 99. Ebene. Ich habe mir was überlegt. Will mal was probieren. Wir haben ja hier den Kollegen. Wir haben übrigens 5% mehr Crit und mehr Gold allgemein, ne? Probiere da mal was. Mal das jetzt so machen. Ja, dann kommen wir gut voran. Okay. Was heißt, wenn ich das jetzt so mache? So. Das ist also das Gold, das wir jetzt von vornherein haben. Wenn ich jetzt das mache und das mache und dann noch das mache, dann müssten wir den Boss ja fast one-hitten. Naja, gut. Nicht wirklich. Aber ist schon nah dran. Halt, bevor wir beenden. Ich will nicht, dass es eventuell crasht. Ausgetrickst. Richtig schön ausgetrickst, würde ich sagen. Wir haben 52 Minuten gebraucht. Ist noch annehmbar, ist okay. 1,5 Stunden ist auch noch okay, sag ich mal. Aber das, was dann drüber ist, das zieht sich dann so sehr, ja. Das ist so... Das Schöne ist, die nächsten sind die Kosten relativ niedrig. Also das kriegen wir recht gut gebacken, hoffentlich. Und ich werde das Ding jetzt hier einfach grinden lassen, den ganzen Tag, bis das halt von selbst schafft immer. Müssen wir halt mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ja... Gibt es nicht mehr viel zu sagen und ich riskiere jetzt auch nicht, dass das Ding crasht. Deswegen sage ich, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und was man vielleicht verändern oder verbessern könnte. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.